Polizeieinsatz und Absperrungen am Montagvormittag im oberbayerischen Pfaffenhofen. Im Jugendamt des Landkreises soll ein Mann eine Sachbearbeiterin als Geisel genommen haben. Der Mann sei mindestens mit einem Messer bewaffnet, sagte ein Polizeisprecher. Die betroffenen Gebäudeteile wurden geräumt. Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, den Bereich zu meiden. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort, sagte Michaela Grob, Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Wir haben Spezialeinheiten vor Ort, das Sondereinsatzkommando und auch die Verhandlungsgruppe Oberbayern Nord sowie zahlreiche Streifen, Wegen und Einsatzkräfte rund um dieses Gebäude, um die Tatörtlichkeit. Im Moment versucht man, einen Kontakt zum Täter aufzubauen und die Sache friedlich zu lösen. Nach Medienberichten soll es sich bei dem mutmaßlichen Geiselnehmer um einen Vater handeln, dem das Sorgerecht für sein Kind entzogen werden soll. Laut Polizei konnte ein erster Kontakt mit ihm hergestellt werden.